Braut sich da was zusammen an den Märkten? Die Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn der Markt ist ja durchaus tapfer unterwegs, aber sehr uneinheitlich aktuell. Es ist ein Gewackel in beide Richtungen. Man weiß nicht wirklich, wohin das Ganze führen soll. Zumindest aus charttechnischer Sicht. Wenn man die Verläufe betrachtet, ist eigentlich klar, dass alle Marktteilnehmer, na alle weiß ich natürlich nicht, aber die Vielzahl der Marktteilnehmer eher uneinheitlich hier reagiert und deshalb sich nicht auf eine Richtung festlegen mag. Wir sehen das beim DAX, beim Dow Jones, S&P natürlich ebenfalls darin, dass der Markt in alle Richtungen immer wieder durchaus Ausschläge macht, aber doch immer wieder zurückkommt, also stark Kursüberschneidungen hat. Und das heißt, sich nicht trennt von alten Kursniveaus, sondern immer wieder auf das alte Niveau zurückfällt und damit sagt, lieber wieder zurück und mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Da gibt es mal einen Ausschlag in die andere Richtung und das ist alles andere als hoffnungsgebend. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass der Markt einfach seine Richtung immer noch nicht festgelegt hat. Das ist ganz anders bei den Edelmetallen, denn die haben in den letzten Minuten, kann man fast schon sagen, es ist brandaktuell, Silber beispielsweise, auch Gold, einen so starken Schub nach unten, dass einem schon Angst und Bange werden kann. Eigentlich müsste der Aktienmarkt jetzt explodieren. Könnte man meinen, denn wir wissen ja, dass oftmals die Edelmetalle ein bisschen eine Indikation geben, in welche Richtung der Markt geht. Wobei Silber nochmal was anderes ist als Gold. Gold ist eigentlich eher ein Wertaufbewahrungsmittel. Silber hat durchaus auch einen industriellen Hintergrund, der da nochmal eine Rolle spielen kann. Trotz alledem, die Bewegung ist da sehr stark und für mich als Händler ist sowas ganz klasse. Wenn ich in eine Richtung eine starke Bewegung sehe, muss ich eigentlich nur noch, das ist vielleicht ein bisschen die Krux, aber nur noch darauf warten, bis die Gegenrichtung zu sehen ist. Die nehme ich dann nicht wieder schnell wieder zurück. Ich möchte keinen Flummi-Effekt nicht fallen lassen und es schießt genauso nach oben. Dann kann ich zugucken und staunen. Aber wenn der Kurs jetzt langsam sich nur immer erholt, wenn also Aufwärtsbewegungen stattfinden, diese allerdings im sehr moderaten Maß, zwischen Trendkanallinien beispielsweise, dann wäre das ein wunderbares Zeichen, um dann nochmal auf die Shortseite mit aufzuspringen. Also ich sehe ganz gute Chancen, dass das bei dem Rohstoffmarkt, zumindest mal bei den Edelmetallen, heute noch passiert. Also auf jeden Fall ein Hingucker für heute im Laufe des Nachmittags, vielleicht des Abends. Und wir werden sehen, wie viele Tage uns das vielleicht auch noch begleiten wird. Aber jetzt auf jeden Fall eine brandheiße Kiste. Also wir sehen, der Aktienmarkt immer noch völlig uneinheitlich. Da helfen auch keine Daten für heute, denn es gibt nicht mehr wirklich viel, was zu berichten ist. Es gibt noch so ein paar Verbraucherdaten aus Amerika, aber nicht wirklich der ersten Riege. Das heißt, man sollte das nicht überbewerten, was es von der Seite aus dann zu berichten gibt. Heute Morgen gab es schon den GfK Consumer, also den Verbraucherstimmungsindex, Verbrauchervertrauensindex, so heißt er. 10,2 war er zuletzt, 10,4 war er erwartet, mit 10,1 liegt er sogar unter den, nicht nur unter den Erwartungen, sondern unter dem Vorwert, obwohl von mehr ausgegangen wurde, also mit Sicherheit kein so tolles Zeichen. Wenn man das mal mit ins Kalkül zieht, allerdings der DAX ist nicht wirklich daraufhin in Bewegung geraten, sagen wir mal so. Zumindest mal jetzt zum aktuellen Stand ist das mehr oder weniger alles verpufft und hat nicht wirklich was bewegt am Markt. Also insofern für heute Nachmittag sicherlich die Rohstoffe, wie ich gesagt hatte, schon mal spannend, aber Gold und Silber als eines, Rohstofföl sowieso, da hatte ich ja gestern schon mal drüber gesprochen, hat sich jetzt nichts Neues ergeben, steht immer noch bevor, dass da vielleicht sogar was passiert. Wenn dem so sei, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, ist da ein ordentlicher Move nochmal nach unten in dem Fall drin. Ansonsten, die Währungen sind natürlich auch spannend. Euro hat ebenfalls, nicht ganz so sehr wie die Rohstoffe, aber eben gerade, also ich sage immer die Rohstoffe, wie die Edelmetalle, muss ich korrekterweise sagen. Euro hatte aber ebenfalls eine Bewegung, also für die Währungsverliebten unter uns, für die FX-Market-Trader sozusagen, ist das ebenfalls nochmal eine spannende Geschichte. Man sollte da mal drauf gucken, ob da nicht das ein oder andere nochmal im Handel möglich ist. Analog zu dem, was ich gesagt habe, bei den Edelmetallen. So, in diesem Sinne, ich habe von Gold und Silber gesprochen. Hier sieht es sehr grün aus im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das so wahrnimmt. Da hinten ist es tiefschwarz eben gewesen. Deshalb gucke ich, dass ich schnell wieder an meinen Rechner rankomme, denn ich bin oben ziemlich ungeschützt, was den Regen angeht. Naja, es perlt ab. In diesem Sinne, alles Gute. Wir sehen uns an den Märkten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.